Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Nach zwei Corona-Jahren hätten alle von uns eine Verschnaufpause verdient. Aber das funktioniert leider nicht. Der Klimawandel, die Coronavirus-Pandemie oder der Ukraine-Krieg begleiten uns. Die Probleme belasten uns alle sehr. Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um ihre eigene wirtschaftliche Situation. Mehr Sorgen als während der Corona-Pandemie. Und auch die Sorge um die soziale Ungleichheit in Deutschland ist ausgeprägter als zu einem Zeitpunkt während der Corona-Krise. Die steigenden Energiekosten sind in den Privathaushalten angekommen. Wohl kaum jemand hat in den vergangenen Monaten keine Post vom Strom- oder Gasanbieter bekommen. Zum Teil allerdings mit horrenden Forderungen. Die steigenden Energiepreise und die Inflation setzen Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso zu wie Unternehmen. Auf der anderen Seite machen Energiekonzerne Spitzengewinne. Deshalb steht für uns Bündnis 90 Die Grünen die Übergewinnsteuer der Energieunternehmen abzuschöpfen, um zum Beispiel einen Gaspreisdeckel zu finanzieren. Denn es ist schlicht nicht vermittelbar, dass einige wenige Konzerne millionenschwere Übergewinne einfahren, während viele Menschen in Deutschland mit Sorge auf die nächste Nebenkostenabrechnung blicken müssen. Die Bundesregierung reagiert da auch im Ganzen. Das dritte Entlastungspaket bringt steuerliche Entlastung, gezielte Hilfen für Menschen mit niedrigen Einkommen und eine Wohngeldreform liegt gerade vor. Ein viertes wird bereits debattiert. Aber natürlich müssen wir auch auf Landesebene reagieren, und zwar gezielt und schnell. Deshalb dieser Antrag, der zwei wesentliche Eckpfeiler hat. Wir wollen mit den 10 Millionen aus dem Nothilfefonds besonders belastete Menschen unterstützen. Und wir wollen die Beratungsstellen stärken und den Verbraucherschutz. Und Frau Dr. Bergner, ich muss sagen, ich bin froh, dass wir in Thüringen eine starke Beratungsstruktur haben. Das hat schon vielen Menschen in Thüringen geholfen in den letzten Jahren. Aber sie muss halt noch weiter gestärkt werden. Gerade in dieser Zeit brauchen viele Menschen eine gute Beratung. Der Verbraucherschutz zum Beispiel, die Verbraucherinsolvenz- und Schuldnerberatung, die Energieberatung und die Energieeinsparberatung. Aber auch die Lebens-, Familien- und Krisenberatungsstellen leisten eine super Arbeit in den vergangenen Jahren. Und wir haben, wie schon gesagt, in Thüringen gute Strukturen, die wir stärken und ausbauen müssen. Was aber in den kommenden Monaten auf dieses Unterstützungssystem zukommen wird, ist mit dem bestehenden Personal- und Ausstattungsschlüsseln leider nicht zu stemmen. Schon jetzt verzeichnen die Beratungsstellen eine starke Zunahme von Beratungen. Die Sorge und Nöte der Menschen, mit denen die Menschen in den Beratungsstellen, macht mehr Personal erforderlich. Und da kann es nicht angehen, dass Wartezeiten auf Termine von 4 bis 6 Wochen anfallen. Es kommt entscheidend darauf an, dass möglichst viele Betroffene beraten werden können, zu Energietarifen und Verträgen, zu Möglichkeiten des Energieeinsparens, aber auch zu ihren Rechten. Darüber, wo sie die finanziellen Notlagen Unterstützung erhalten, was ihnen zusteht, auch wenn sie nicht im Sozialleistungsbezug stehen. Wir brauchen deshalb mehr Möglichkeiten zur Niedrigschwellen- und problemspezifischen Beratung und Möglichkeiten, um auch online an aktuelle Informationen zu Beratungsstellen, Hilfsangeboten und Anspruchsmöglichkeiten zu kommen. Dass dafür mehr Geld zur Verfügung gestellt werden wird, steht auch in diesem Antrag. Wir hätten in dem Antrag, den wir hier beraten, auch gerne eine Verbindlichkeit der Einführung von digitalen Wohngeldanträgen und eines Wohngeldrechners für Thüringen untergebracht. Das ist uns aber nicht gelungen. Nun hoffen wir, dass diese Möglichkeit schnell auch ohne Antrag zur Verfügung stehen wird. Das wird wohl den Antragstellenden als auch den Kommunen sehr entlasten, die diese Anträge bearbeiten. Vielen Dank.